Jetzt komm, jetzt dreht er sich. Flieg! Warum fliegt er denn nicht hoch? Hallo zusammen, mein Name ist Debitor und wir spielen Besiege. Und da spielen wir noch eine Runde. Ich habe ja letztes Mal nicht so erfolgreich gespielt, obwohl eigentlich schon. Aber ich dachte, wir machen heute mal was anderes. Und zwar nehmen wir uns heute mal ein anderes Level vor, wo wir ein Fluggerät bauen müssen. Ich zeige euch erstmal das Fluggerät, was ich gebaut habe. Und dann versuchen wir das mal anders zu lösen. Irgendwie cooler. Und also das Fluggerät, was ich gebaut habe, war echt der Hammer. Also ich kann es euch mal ganz kurz vorführen. Oh nein. Okay. So funktioniert es nicht. So, Sekunde. Und wir fliegen los. Die fangen an zu brennen, Junge. Oh nein. Direkt losfliegen. So schafft man den Level mit möglichst wenig Teilen. Ich glaube, ich hätte sogar noch ein paar Teile wegmachen können. So, aber ich möchte jetzt ganz gerne keinen Kamikaze-Flieger haben, sondern einen, den man steuern kann. Vielleicht. Also ich guck mal, ob ich das überhaupt schaffe. So, deswegen würde ich sagen, hauen wir das Ding mal in eine Tonne. Und fangen dann einfach mal an, irgendwas Schönes zu bauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wofür die anderen Teile sind. Also man kann natürlich auch die Wings hier dran machen. Mit R kann man die übrigens drehen. Die wusste ich am Anfang auch nicht. Man muss sie allerdings immer wieder neu drehen. So könnte man schon mal ein bisschen schweben. Das wäre natürlich jetzt auch kein richtiges Fluggerät, wenn ich ehrlich bin. Ja, sieht doch schon mal gut aus. So als Nachttischlampe von Ikea. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dreht sich rechts rum. Jetzt mal angenommen, ich mache an diesem Spinning so ein paar Flügel dran. Okay, das untere Teil dreht sich auf jeden Fall mal gut. Ich glaube nicht, dass man damit fliegen kann. Das sieht schon mal interessant aus. Also mit F kann man die quasi drehen. Interessant. Oh nein! Mein Spinning-Block ist... Ah ne, mein Holzding ist kaputt gegangen. Aber vom Prinzip her könnte es... Jetzt komm, jetzt dreht er sich. Flieg! So, und mach mal... stell das Ding erst auf den Boden ab, damit es nicht mal runterfällt, wenn ich starte. Flieg hoch! Los, mein Block. Warum fliegt er denn nicht hoch? Vielleicht nimmt man ja einfach mal die. So. Man weiß es nicht. Ah, es fliegt nicht. Fangen wir nochmal ganz oben an. Ich würde fast schon sagen, wir machen erstmal ein Grundgerüst. Und zwar, wir gehen natürlich ein bisschen leichtbauweise. Und zwar auf sowas hier. Hä? Okay, warte mal. So ist das schon mal gut. So können wir dann schon mal Anlauf nehmen. Ja. Oh nein, er schießt. Ich brenne. So, bringt das überhaupt was? Oh Mist, muss noch drehen. Jetzt geht ab. Nicht ganz. Wir machen uns jetzt erstmal einen richtig fetten Kasten. So, jetzt habe ich unten noch mal ein paar Stützen dran. Hier so Braces, damit sie auseinanderbricht. Jetzt lasse ich das mal runter. Oh, hat gehalten. Geil. So, unser Grundgerüst ist schon fertig. Es kann eigentlich noch nichts. Aber das ändern wir mal jetzt eben. So, also brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall Mechanicals, Decoupler. Und dann brauchen wir Weaponry. Spikeball, ne, wir nehmen richtig, richtig fette Bomben. Und dann kann man das so machen. Oh nein! Hey, die Bomben bleiben da gar nicht dran. Okay, da möchten wir nochmal in Zeitlupe angucken. Weil man kann aber alles langsamer machen. 0% ist ein bisschen langsam. So, wir machen mal 13%. Play. Und wenn ich jetzt hier drücke, bam! So, jetzt hält es auch. Wenn ich jetzt hier drücke, dann werden die quasi abgesprengt. Und ich habe jetzt so gemacht, dass wirklich jeder Rahmen hier immer eine Bombe trägt. So ist die Last gleichmäßig verteilt. 1, 2, 3 und nochmal 3.
Die sind wahrscheinlich miteinander verbunden. So, jetzt kommt Fliegen. Fliegen ist gut. Flying Block. Ich würde sagen, einen machen wir hinten für den Antrieb. So, Play machen. Nach vorne, nach links und nach rechts. Okay, rein theoretisch könnten wir den jetzt steuern, wenn er fliegt. Oh Mann, das reißt aber bestimmt richtig. Also man sieht schon, wie das nach oben gezerrt wird alles. Olle, und wir wippen mit den Bomben und machen so. Selbst ohne Bomben geht das nicht. Jetzt aber Achtung. Okay, wir... Oh nein, ist genau andersrum. Ich habe die Bomben fallen gelassen. Oh ne. Ah, das geht auf jeden Fall schon mal. Nach vorne. Geht auch. Oh, geschafft. Jawohl. Oh, Achtung. Guck mal, wir kommen schon langsam hoch. Hä? Ah ne, falsche Knöpfe. Wo mache ich denn jetzt hier die anderen? Ah, hier ist richtig. Okay. Oh nee. Oh, scheiße. Wir fliegen drüber und er glüht schon. Nein. Ach. So, Propeller drauf. Gucken, wie es klappt. Ich muss mir die Finger wechseln zu meinen anderen Tasten hier. So. Haltung. Wir kriegen immer mehr Ball-Luftdinger hier. Oh, das sieht gut aus. Das sieht ja mal richtig... Oh, fuck. Das sieht ja mal richtig gut aus. Jetzt können wir da, guck mal, jetzt können wir da einfach drüber fliegen so. Bamba! Scheiße. Okay. Mit dem Landen wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, aber wir versuchen jetzt trotzdem erstmal das Ding da hinten kaputt zu machen. Hä? Jawohl, so ist doch gut. So sind die Bomben wenigstens draufgefallen. Aber mit dem Landen ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, ich habe, Alter, 150 Blöcke benutzt. Aber egal, ihr habt euch eine Folge gewünscht, beziehungsweise noch eine. Ich habe jetzt mal eine Flugmaschine versucht zu bauen. Ich hoffe, ihr könnt es besser. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich nochmal was anderes bauen soll. Also lasst mir eure Fantasie freien Lauf, was ich für eine Maschine bauen soll. Und ich guck mal, vielleicht mache ich die eine oder andere Folge noch und versuche dann das zu bauen, was derjenige geschrieben hat. Ansonsten Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Part von Besiege vielleicht. Tschüss. Okay, Mann. Okay, sobald ich L drück, ist mein Gefährt kaputt.